Bilder, die ja schon angefangen haben, wie man sieht, mit dem Abriss des Parkhauses. Das jetzt weichen muss für einen wirklich sehr schicken, wie wir heute lesen konnten, Campus mit Wohnmöglichkeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Stadt auch sehr gut tun wird. Ja, wir sind jetzt heute hier, um sozusagen den letzten Spatenstich im umgekehrten Sinne einzuläuten. Und nachdem wir die Abschiedsfeier schon gefeiert haben, die Abrissparty, und seit Wochen schon keine Autos mehr da drin stehen, sollten sie jetzt leichtes Spiel haben. Aber wir müssen ja gerne an die Stadtabteilung gehen, was das Besondere ist. Ich habe gerade so gedacht, ich weiß nicht, wer es weiß, aber mein Vater war Sprengmeister. Der ist leider schon verstorben, sonst hätten wir vielleicht etwas sparen können. Der hätte bestimmt die ein oder andere gute Idee an der Stelle gehabt. Weil sie das gerade auch gesagt haben, das ist schöner zu filmen mit dem Sprengen. Aber wir sind auch froh, wenn sie das ordentlich machen, ohne dass wer weiß, was passiert. Und vor allen Dingen, ohne dass sehr viel Einwirkungen auf den Verkehr, Auswirkungen auf den Verkehr hier hat. Jetzt würde ich mal sagen, sind wir höflich und geben Ihnen als erstes das Wort. Oh, was soll ich denn sagen? Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Okay, dann sagen wir wunderbar, Frau Eggers, vielen Dank, Sie haben alles gesagt und wir geben das mal an die Fachabteilung. Der Herr Lauer ist der Mensch, der alles im Hintergrund so wunderbar geplant hat. Jetzt sagen wir so, in den letzten Jahren haben wir doch ein paar Erfahrungen haben wir gesammelt im Abbruchbereich. Zuletzt mit dem Verwaltungsgebäude Ostflügel, aber heute das Parkhaus, das hat natürlich nochmal mit dem Start heute hier mit dem Abriss, hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Wir reden hier über, jetzt muss ich tatsächlich meinen Zettel nochmal ziehen, um 19.000 Kubikmeter umbauten Raum und wir sind natürlich hier voll mitten im Stadtkern, in der geschlossenen Bauweise, wo man natürlich nochmal andere Sicherheitsaspekte und so weiter zu berücksichtigen hat, wie vielleicht da noch am Ostflügel, wo man drumherum einen gewissen Platz hatte. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier, 53 Jahre hat das Objekt jetzt gestanden und macht ja Platz jetzt für was Tolles Neues. Und wir hoffen, dass das reibungslos die nächsten 8 Wochen bis 10 Wochen, je nachdem, wie wir brauchen, Dass das klappt und ich glaube, wir haben dann ein gutes Abbruchunternehmen mit sehr viel Erfahrung und wünsche da einfach einen guten Start, einen guten Verlauf und dann wird das schon klappen. Barrierefreien Zugang der oberen Fußgängerzone, dass wir zwar jetzt zurzeit eine Brücke da haben, aber die Brücke ist ja nur über Treppen zu erreichen und dass, wenn das Gebäude steht, das neue, die Stadt auf jeden Fall einen Aufzug an der Stelle errichten wird und eine neue Brücke, mit der die Fußgängerzone dann auch erreicht werden kann. Und wenn die Ersatzparkplätze auf der Wehrweide dann auch vorhanden sind. Das wär's von mir.